Herzlich willkommen zurück zu Trust and Betrayal. Heute mit Dalukat, Verdemis und Byxus, der Neue. Hallo. Hallo. Ja, ich gestehe, ich habe ihn gerade erschlagen. Ich hab's gesehen. Aus Versehen mit der blanken Faust. Den kannst du wieder abbauen eigentlich. Oh, jetzt klaut er auch noch hier Objekte aus der Umgebung. Bist du im Creative? Was machst du denn? Was macht er denn da? Funktioniert der Teleporter jetzt eigentlich noch? Ja, müsste ja, ne? Ist ja die Koordinaten bisher. So, auf Blau bist du auch gegangen. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob wer dem ist jetzt hier in der Nähe ist. Ich bin in meinem Haus. Cool. Bombe, Paddy, möchtest du eine Spritze haben? Ja, bitte. Oh ja, eine dann Spritze. Dann könnte Verdemis dir eine Spritze bringen, weil dann könntest du dich auch hier besser fortbewegen. Ich habe jetzt nicht gegoogelt. Ich weiß nicht, wie das Flugzeug geht. Ach ja, das Flugzeug wolltest du ja bauen. Ja, ich habe alle Teile für ein Flugzeug zusammen, aber ich kann das Flugzeug selbst nicht bauen. So, ihr wollt also hier den kranken Scheiß haben, ja? Sehe ich das richtig? Ja, den richtig. Den derben Shit. Oh, warte mal, Paddy, wo bist du, Paddy? Ja. Pass auf hier, ich habe noch was im Inventar, was du haben kannst. Vorerst. Requires, ich will selber was bauen. Wie wär's damit? So, dann bist du schon mal geschützt. Und vielleicht töte ich dich da nicht mit einem Schlag. Oh! Das Ding ist verbuggt. Oh, da. Kein Fallschaden. So, da bin ich wieder. Okay. So. Das war nur ein Scherz. Weiß einer, wie man Stahlbarren bekommt? Ja. Wie? Ja, ich wusste es bis gerade eben. Das irgendwas mit der Smelter. Ich habe noch Stahl bei mir im Haus. Brauchst du? Ich brauche 5 Stahlbarren. Okay, bring ich dir gleich. So, Paddy, das, was du jetzt hier auf der Karte siehst, das Grüne, hier ist alles Safe Zone, dieses Crackrock-Gebiet. Da kannst du nicht getötet werden, außer so ein Idiot wie ich haut dich kaputt. Und hier kannst du bauen, dein Haus bauen und hier bist du immer sicher, egal welches Level du hast, außer du verlässt halt die Grenze dieses Gebiets. Dann bist du angreifbar. Okay. Wenn das Level dementsprechend ist und die Person dich angreifen darf. Momentan darf dich keiner angreifen. Ja, momentan darf dich keiner angreifen. Jetzt bist du gerade halt Level 4, weil wir dabei sind, aber jetzt... Stimmt. Also wenn du alleine aufnimmst. Wenn du alleine aufnimmst, darf dich sowieso bis zur 7. Folge keiner angreifen. Oder nach der 7. Folge darf man dich erst angreifen, sagen wir so. Hast du doch noch... So, und hier kannst du halt dein Häuschen bauen. Blaue Wolle liegt unten am Spawn in der Kiste. Ach nee, die Kisten sind weg. Die Kisten sind weg. Einen abgebaut. Eigentlich stehen unten noch Kisten mit Wolle, da kannst du dann muss Stack ich, Wolle. Muss ich ja spawnen. Oh, nehmen. Interessant. Weil du siehst ja, dass Team Blau und Team Rot immer so eine Wolle am Haus haben. Nee, die Kisten sind doch da, du Pfeife. Dann sehe ich die von hier unten oben nicht. Ich wollte schon sagen, wer traut sich denn jetzt noch jemand abzubauen? Kannst hier unten so einen Stack Wolle rausholen. Ich weiß nicht, ob unten auch noch Fleisch drin liegt. Nee, Fleisch mache ich mal nur rein, falls neuer dazukommt. Das mache ich jetzt eben. Ich hau ja eben noch schnell meine. Also du bekommst gleich einen Stack Fleisch. So, und ich hol da noch eben das durch Stahl. Hier. So, in der blauen Kiste ist auch noch Fleisch drin, links. Alles klar. Dann darfst du aber nur einen Stack nehmen, ne? Danach war nur ein Stack drin. So, Stahl für Danu. Moment. Stahlbarren, wenn ich bitten darf, ja. Ja, kriegst du. Kann dir mehr... 5 Stück brauchst du nur. Ich geb dir mal 9, komm. Sind wir noch nicht so. Und dann fliege ich gleich mit meinem Flugzeug rum, ey. Auch wenn total sinnlos Bist du noch unten am Spawn? Jetzt ja. Komm. Töte mich aber nicht. Nee. Safe Zone. Oh, der Schlag gerade, der war so dumm. So. Ja. Hast du nicht schon mal einen? Nee, jetzt mein erster. Mein allererster. Du stehst schon mit einer Tür vor der Tür. Ja, du hast sogar gemacht, als ich dabei war. Ja, das war das Schlimme, weißt du? Steht hinter mir und ich drück auch noch falsch. Naja, gut. Oh, Paddy, ja, wenn du was. Es war schön, dass du dabei warst, Nefi, das war schön. Ja. Sagst du Bescheid. Du musst ja bald alleine aufnehmen, Büchse. Ja. Darfst auch noch mit uns aufnehmen. Ja. Und du darfst in jedes Haus von Blau rein, außer da drin ist ein Raum mit einem Schild, ne? Kennst ja, Regeln hast du ja gelesen. Ja, die habe ich gelesen. Sag ja, sonst haut der weiß Bescheid. Steel-Ingot sind Stahlbarren, aber es funktioniert immer noch nicht.
Ja, vielleicht hätte sie besser in Luft- und Raumfahrttechnik aufpassen sollen. Ich gucke in Luft- und Google-Technik. Luft und Google. Oh. So. Bald können wir auch Feuerbälle schießen. Gefährlich. Danach können wir noch in Lava schwimmen. Es kann doch nicht sein, dass man alle Teile für ein Flugzeug zusammenbekommt, aber dann kein Flugzeug bauen kann, weil diese Box dafür fehlt. Ich bin verbuggt, ey. Aber du hast auch direkt wieder große Dinge vor hier. Frag mich jetzt, wo ist Paddy? Ich bin Holz am Sammeln. Ach so. Jetzt weiß ich, ich hab eine Frage. Ich kann hier ruhig unbesorgt in den Berg reingraben, oder? Ja, solange du nicht in irgendwelche Häuser reingräbst, ja. Ja, das ist ja... Das ist auch nur dann verboten, wenn es nicht zu erkennen war, dass das ein Haus ist, ne? Wenn da hat einer Kaktus grün? Nee, das gehe ich jetzt aber gleich suchen. Kakteen, das ist so selten. Da hoffen wir, dass einer Kakteen findet. Genau das will ich gleich suchen, das bringe ich dir gleich mit, wenn du willst. Du kannst mir eine Flugzeugwerft mitbringen. Ja, meine kann man anscheinend nicht bauen. Flugzeugwerft. Ja, da steht ein Ofen und dann Stahlbarren drumherum. Ich finde, du hast mir keinen richtigen Stahlbarren gegeben. Ach ja. Das sind die Fake. Einzigen, die es hier gibt. Ja, aber wieso heißen die, wenn ich... ich teste nur, also ich nehme die mir gleich wieder weg, weil du hast mir Steel Ingot gegeben, aber wenn ich mir die gebe, heißen sie Stahlbarren. So, du hast mir so bestimmt aus so einem Fake-Ofen oder sowas die rausgeholt. Wenn ich hier... Es gibt noch von... Na, okay. Welche Mod ist das von... Flens. Ah, das Glück funktioniert auch so nicht. Ich hab sie wieder weggetan. Weil es gibt noch andere Steel-Ingots, die sind von Artifice. Aber sonst gibt's keine. So. Jetzt kann man auf Feuerbälle schießen und ich finde als nächstes ist Swim in Lava eine sehr coole Sache. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir meine Herzcontainer bauen, weil ich habe noch Herzen. Ach, da würde ich auch welche nehmen. Ja, züchtet man die oder findet man die? Die roten findet man in Kisten und die gelben kriegt man zum Beispiel vom Wizard. Ich suche einfach mal Plane. Plane. Nee. Toll, Plane ist ja nicht mal drin. Es gibt nur die Einzelteile. Das selbst existiert einfach nicht. Okay, dann habe ich Flugzeug-Einzelteile. Gut, dass ich mich mit der Mod zuerst beschäftigt habe. Kein Flugzeug für uns. So, jetzt habe ich aber... Jetzt muss ich mal gucken hier, warte mal. Optionen. Kann nur mit Drachen dienen, ich habe noch Eier. Ja, aber ich hatte halt so einen richtig geilen Plan. So, ich wollte so eine richtige, wie beim Todesstern, so eine Schneise, wo man reinfliegt dann so. Und da ist mein Hangar dann, mit meinen ganzen Flugzeugen. Na, ich kann Feuerbälle schießen. Aber nicht die Explosiven, oder? Nee, noch nicht die Explosiven, die normalen. Wie der Blaze das auch macht. Ich habe zu wenig Dias, ey. Unglaublich, dass ich das mal sagen würde in dem Modpack. Aber wenn ihr, das heißt, wer Feuerbälle schießen können möchte, der kann das demnächst auch bekommen. Demnächst? Wo sind meine Kaktis? Geh ich jetzt holen. Machen wir halblang hier. Dalo will Kakteen, hol ihm Kakteen. Gott, ich frage. Irgendeiner hat schon Kakteen, das weiß ich. Ja, ich weiß. Horchi war auf der Suche und hat sich auch die Waffen damit gebaut, aber... Da unten kämpft einer außerhalb der Safe Zone, den verprügel ich. So. Ich pflanze meinen eigenen Kaktus, weil ich habe einen von den Dingern. Wie, du kannst einen Kaktus pflanzen? Ja, ich habe diesen... Oh, wie heißen die Samen dafür? Keine Ahnung, wie man... Kaktussamen? Ja, ich weiß, dass man die anpflanzen kann. Irgendwo muss er ja wachsen, ne? Ja, aber die wachsen eigentlich so... Eigentlich kriegst du nur einen Block als Samen. Warte, ich will eben gucken, was das ist. Das muss für Kakti sein. Ne? Für Kakteen. Ich geh mal eben... So, in meine Naturkiste gucken. Naturkiste? Fern. Nee, ich kann Ferns. Ah, schade. Ja, ich bin jetzt aber eh unterwegs. Ich bring der Kakteen dann auch mit. Schauen wir uns mal noch andere lustige Mods an. Was finde ich noch Cooles? Ja, dann baue ich mir einen Panzer. So, kann ich mir einen Panzer bauen? Oder für... Wenn ich schon nicht fliegen darf. Dann möchte ich irgendwas Großes, Deftiges. Ja, ich möchte ein Fahrzeug haben. Kann ja so schwer sein, ey. Jetzt brauche ich.
Für den Fall, dass wir nicht mehr fliegen, haben wir schon einen Gleiter gebaut. Eine Badass-Brille. Ah, zeigt mir leider nicht an, wie die geht. Bin ich mal gespannt, ob ich hier irgendwo Kakteen finde. Bist denn da, du denn ein bisschen in deinem Haus? Ich bin in meinem Haus. Achso, du hast ja nur das Haus Grün ist bei dir ja so riesig. Ja, da Haus Grün ist bei mir das kleinste. Ah ja, ich sehe gerade, es geht hinten noch weiter. Okay. Wo bist denn du? Über deinem Haus jetzt. Warte, ich komm. Wo genau? In meinem Haus drin? Jetzt komme ich in deine Eingangshalle. Wie hast du den Gleiter gemacht? Und wieso ist er jetzt wieder weg? Einfach, weil ich den an- und ausziehen kann. Ist er jetzt angezogen oder hast du deinen Slot da drüber? Jetzt bin ich nur mit dem Slot drauf und jetzt ist er angezogen. Und was bringt es dir, den auszuziehen? Dann gleitest du nicht mehr. Ja. Aber du bist halt mega schnell damit. So einen brauche ich auch. Da brauchst du nur Leder und Sticks. Komm wieder hoch. Komm hoch. So. Bin da. Hier ist mein blaues Haus. Da, Achtung, Fallschaden. Wenn guck mal, das war ja nicht so schwer. Da ist ja schon ein Kaktus. So, hier ist ach, meine nice. Eine. Ach so, das sieht man aber. Oh, dein Haus Grün ist da drüber, ne? Ja, pass auf. Also wenn du... Das ist eine geschickte Verbindung. Komm mal mit. Ja, nein, komm mal mit. Hier, wir gehen erstmal noch eine Etage höher. Guck mal, ihr habt hier sogar behindertengerecht gebaut, ey. Ja, oh, ich wusste ja, dass du so bist. wer sagte eben, Kakteen sind hier schwer zu finden? Ich habe nicht mal eine halbe Minute gebraucht. Hier ist meine zweite Ebene. Ja, und da drüber kannst du dann den Graus-Grün rein. Ja, dann das Geile ist ja hier, dieser Tunnel, der geht... Ah, nee, falsche Seite, das ist die Fake-Seite. Hier, flipp, könntest du in Haus Grün gehen. Da ja aber gar kein Haus hier reinkommt, ist das ja... Ich darf hier reingehen, weil es ist nicht gesichert. Ach so, du bist ein Fuchs. So, und das Geile ist, pass auf, wenn ich als Grün aufnehme, gehe ich da oben rein, spring ganz runter. Ja? Ganz runter, komm runter, das ist ja egal. Hier sind alle Kisten von hinten. Ah, du Fuchs, ey. Kann ich an die Kisten dran gehen. Du Geier, ey. So, wie komme ich jetzt hier raus? Rechts wieder lang? Ja, jetzt musst du erst ganz runter, um dann ganz hoch zu kommen. So. Das ist das Loch hier, ne? Ja, das wird noch umgebaut. Alles voller Kakteen hier, Mensch. Ist doch wunderbar. Da, du, der Fuchs. Wo kriege ich Farbstoff her? Hier das Blumen mit den Blumen, was wir hier haben. Da kannst du ohne Ende Blumen abhauen. Und dann kriegst du Dye. Oder wo kriegt man so richtig viele Fäden her? Am besten in Minen. In Minen, beim Spinnenspawner halt. Mit den Spinnennetzen auch. Ich brauche Sticks und Fäden. Sticks und Fäden? Warum das denn? Dann kann ich mir so einen richtig fetten Rucksack bauen. Bau dir doch einen Knappsack. Ich will einen richtig fetten Rucksack haben. Der Knappsack ist nochmal das ganze Inventar. Ah, toll, in einen. Toll, rote Fäden gehen nicht. Ich brauch normale Fäden. Ja, die Flamestrings sind nur für Tinkers Construct, für Bögen. Ich hänge im Treibsand fest. Kommt man da wieder raus? Fliegen als Fledermaus. Moment, mit dem Creative Mode fliegen kommst du da nicht raus? Keine Ahnung, ich bin ja Fledermaus. Ja, mit dem, was er mit der Spritze macht. Nee, ich bin ja Fledermaus gewesen, also habe ich jetzt nicht ausprobiert. Wäre nämlich interessant zu wissen. So, ich hole mal meine Minions. So. Blü. Warte, jetzt brauchen wir was zu essen hier. Ich hab nichts zu essen dabei. Ja. Paddy lebt noch! Ja, ich lebe noch. Ich bin im Bauen. Ich bin gerade voll konzentriert, Entschuldigung. Hat der Nefias dich nicht direkt wieder umgeklatscht? Das war so dumm. Also zur Begrüßung, unter Freunden, freundschaftlich mal auf die Schulter geklopft, ne? Ey, da habe ich aber auch endlich dran gedacht, dass ich den Exosuit dran habe und so übelsten Schaden mit der blanken Faust mache. Also ja, in dem Moment. Was macht er eigentlich gerne? Naja. Tut so, als wäre er dann Freund und schlägt dazu wieder Hulk. Ja, aber nicht in der Safe Zone. Wenn das wenigstens nicht in der Safe Zone gewesen wäre. Das sind eigentlich schon zwei Regelverstöße, ne? Team das ist ein schwerer, eigentlich. Na, ich plädiere für zwei. Arschloch. Zwei schwere.
Als es sogar noch außerhalb der Aufnahme war und das nicht mal aufgenommen. Du hast es aber gesehen, du warst Zeuge, komm. Nee. Auf einmal hat er es nicht mehr gesehen. Wo ist meine Minions? Kakteen wachsen wahrscheinlich auf Sand. Sand, ne? Hätte ich mir Sand mitnehmen sollen. Habe ich nicht sogar noch Sand? Wo ist eigentlich mein Dino-Ei? Da, Drachen-Ei. Ach, siehste? Droppycraft wollte ich jetzt auch eben machen, das dauert nicht lang. Ja, ich weiß nicht, wie ich diesen scheiß Kalpirinha zusammenbekommen. Kokosnüsse und, Ananas. Machen wir bitte auch mal sowas alles fertig. Ja, wir brauchen das nur einmal. Dann, also du brauchst dann nur noch den Cocktail, um in die Dimension zu kommen. Aber das, ich mach das gleich fertig. Cocktail, okay. Um in die Dimension zu kommen. Das das ist der Eingang in die Dimension, so doof es auch klingt. Du musst den Cocktail trinken und dann ins Portal springen, sonst kommst du da nicht rein. Ja. Na, noch kein Platz. Wie macht man Statuen? Weiß das einer? So von Spielern und so. So wie Frame das gemacht hat, ne? Ja, die haben alle sowas schon. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, wo soll es sein? Wo habe ich denn jetzt das Loch von den Minions? Ach da. Gucken wir mal, ob hier in der Nähe. Bei dem bist du ein bisschen noch auf Reisen, ne? Ich bin gerade bei mir an der Base. Ach verdammt. Okay, nicht schlimm. Ich merke gerade, dass ich verhungere, deswegen gehe ich mir noch eben hier schnell was. Hast du nicht genug Kaktis mit? Doch, ich habe einen ganzen Batzen. Die scheiß Fledermaus quietscht hier die ganze Zeit rum. Ist jetzt eine Ananas, leider kein Sand, Mensch. Hat jemand von euch sogar was in der Sand? Bestimmt, glaube ich. Vielleicht. Okay. Glaube ich, vielleicht. Weiß nicht. So, du wolltest bist du das? Ja, das bist du. Du willst Kakteen, ne? Mhm. Ich brauch so viel Zeug hier. Ich brauch Färbemittel. Dankeschön. Dann komm ich mal mit, gucken, ob du Sand hast, ja? Ja. Sand ist auch was ich immer neu sammeln muss. Da haut der mir die Tür vor der Nase zu. Sandstein. Ne, Sand. Wie viel brauchst du? 4 Blöcke oder so, oder 5. Hier in der unteren Kiste. Wo ist hier? Die unterste linke. Auf der linken Seite die erste. Blöcke, ja. Sand. Da hast du 3. Sand. 3 Sand. Ja, ich hab grad nachgeguckt, mir ist es auch nicht. Ja, gut. Egal. Wird's erstmal tun. Wenn Vita jetzt hier wäre, der hat doch so viel. Ja, ich meine, Sand zu beschaffen ist jetzt auch nicht das Problem, aber dann brauche ich jetzt nicht extra mal darüber fliegen. Ich finde das nervig, wenn man keine richtigen Wüsten hat. Ja, gibt doch hier, ich war doch gerade in der Wüste. Wie bekomme ich jetzt aus einem Kaktus grün her? Einmal in den Ofen, glaube ich. Wer ist gelogen? Warte, lass mich lieber nochmal gucken, bevor ich schuld bin. Gerade. Oh, das war's. Das gibt's, das gebrannter Kaktus. Du kriegst aus Fern aber auch Kaktusgrün, Dalo. Ist ja auch richtig, ich bin da schon dabei. Ja, aber aus Fern kriegst du auch, das kannst du anpflanzen. Aber ich habe so ein anderes Fern, glaube ich. Mein Fern hieß... Obwohl, das ist Fern von Tropicraft. Von Archäologie irgendwas. Aha, man kann also Kakteen nicht direkt nebeneinander pflanzen, wa? Nee, da muss immer ein Block sein. Mhm, na gut, okay. So, Cactus Green brauche ich. Ey, irgendeiner jetzt. Beklaut mich doch immer. So, wie kriegt man Cactus Grün? Ofen? Ja. In den Oven. Da wird sich nicht sicher, ob es in den Ofen kommt oder einfach in den. Ich habe hier meinen Hightech-Ofen, da packe ich das jetzt mal rein. Fuck. Vergiftet. Green. Modern Weapon Box. So, ja, genau, die baue ich mir jetzt auch.
Ah, wunderbar. Wie schaltet ihr zwischen den Waffen um? Jawohl. Zu blättern. Jawohl, eine goldene Desert Eagle. So. Aber wie baut man da drin? Sicher nur, was ich dafür brauche. Du musst nur die Sachen im Inventar haben. Und dann kannst du die Waffe da quasi rausnehmen. Alles klar. Oh, jetzt sag bitte nicht. Geht der Diamond Apple nur mit Blocks? Oh, bitte nicht. Das Dumme ist, ich sehe nicht, was ich dafür brauche. Ich brauche da irgendwie sowas Grünes, was aussieht wie ein Brot. Was ist das für ein Item? Das weiß ich halt leider nicht. Ach so, du meinst Fiberglas. Das, ja. Genau. Aus Lehm und Sand stellst du das her und dann brennen. Hä? Moment. Das ist korrekt. Ja, du sagst das immer so, das ist korrekt. Du darfst weiterleben. Ach so, rum war das genau verkehrt herum. Goldene Desert Eagle, die ist, glaube ich, erstmal wichtig, ja. Und Bomben mit Fernzünder, die überall anbringen, an jeder Tür. T4, meinst du? Ja. Die sind super. Die habe ich in der Singleplayer-Welt mal ausprobiert. Die machen nicht viel Schaden, aber die sind super. Für die Munition braucht man irgendwas Rundes, was auch undefinierbar für mich erscheint. Das ist wahrscheinlich Farbe. T4 fürs T4 oder was? Warte, nee, auch für jede Munition. Das ist bei jeder Munition ist das dabei und das ist halt rund. Aber wenn ich nach Flensmod suche, steht es nicht mit in der Liste. Also du brauchst mal, also was du oft für Munition brauchst, ist wirklich Farbe, also Dye. Und warten da noch? Du brauchst Schießpulver, ne? Also Shit, ich wüsste gern, was das ist. Es steht nicht dran. Farbe sieht doch auch anders aus. Ist ja auf jeden Fall keine Farbe, glaube ich. Oh, meine Luggage. Sammeln wir das Zeug hier ein. So, ich habe vier Diamanten. So, warte mal, für die Munition. Für welche Waffe hast du denn jetzt aktuell? Ja, ist egal, nimm die goldene Desert Eagle, das Ding ist überall bei. Also unter, was Dingens angeht, Munition, das steht immer wieder da drin. Also ich sehe nur Eisen, Schießpulver und Fiberglas. Warte, lass mal, ich bin an der Kiste dran und gehe jetzt mal zum Beispiel zur goldenen Desert Eagle, die ist fast ganz hinten. Da sehe ich 3 Eisen und 2 irgendwas. Schießpulver ist das. Bei mir sieht das aber anders aus, in meinen Kisten. Das müsste Schießpulver sein. Wie komme ich an normales Schießpulver ran, außer Creeper-Töten? Creeper-Töten, du kannst es und du kannst es mit dem Thermal Expansion Set herstellen. Aus... Keine Ahnung, was war das nochmal? Irgendwie konntest du es herstellen, auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage, welche der Schusswaffen sind denn gut? AWP, Sniper. Je größer das Geliber, desto mehr Damage. Brauche ich mir doch mal eine AWP, oder? Wir haben, glaube ich, nur noch 2 Minuten. Oh ja, sollten wir auf die Zeit achten. Gute Idee. 2 Minuten, glaube ich nicht. Wir haben noch 43 angefangen. Also meine Aufnahme läuft seit 28 Minuten. Ich habe auch ein bisschen früher gestartet. Meine ist RPG. Aber auch bei 28 schon. Ich könnte mir auch jetzt einfach mal eine Desert Eagle bauen. Ich habe absolut kein Schießpulver. Ich will nur die Deagle fertig haben. Die dauert nicht lang, die brennt gerade. Obwohl, da hat er recht. Wir haben 45 oder so erst angefangen. Ja. 15, dann sind wir jetzt über 20. Ja, sollten aber gleich aufhören. Nee, mich wundert, dass ich kein Schießpulver habe. Also gar nicht. Ich töte ja auch immer Creepers. Also bei mir sieht das auch genauso aus in den Items. Also Gunpowder. Ich hab ne goldene Desert Eagle jetzt. Zack. Ping, 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 ping. Macht die goldene mehr Schaden als die normale oder ist das ein Style-Faktor? Und bring den Server zum Lag. Ping, ping, ping. Das Geile ist, ich kann auch auf Kisten draufschießen, ohne Munition zu haben. Du kannst damit Fackeln abbauen, obwohl ich keine Muni hab. Mit der. Ja, ich kann Fackeln wegschießen. So. Ich mach hier nochmal runter. Jetzt baue ich mir auch so ein Ding. Also Desert Eagle muss ich auch haben. Ich baue mir aber die normale. Fuck, ich brauche Lava. Desert Eagle. Moment, wo habe ich den hier? Zack, zack. Nochmal. Nochmal? Gehen die kaputt? Nee, nee.
Desert Eagle und Munition habe ich auch. Da hab ich schon Angst, gehen die kaputt. So, aber der Part ist jetzt wirklich langsam zu Ende. Zack. Lichte gerade noch eben hier alles aus bei mir. Oh Gott. Bevor wir hier überziehen. Ha! Nachladen! Hehe, der hat eine Knarre! Aber mit der linken Maus zielt man und mit der rechten schießt man dann, oder was? Ja, ist hier andersrum, ist voll dumm gemacht. Oder kannst auch direkt mit der rechten Maus also schießen? Schießen direkt, glaube ich, kannst du auch. Tatsache. So, wir müssen jetzt beenden, ja. Das ist nämlich zu viel. Bis zum nächsten Mal, Leute. Okay. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.